Hallo meine lieben Zuschauer und nein, ihr habt keinen König in Optik. Wir haben tatsächlich auswärts wieder gewonnen. 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, wir haben zu Hause gewonnen. Das ist unglaublich und fast nicht zu glauben. Ich weiß, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ihr das so denkt, aber... Und ich finde, dass der Sieg an sich nicht unverdient ist. Natürlich hatten wir jetzt am Ende mehr Schüsse. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit haben wir praktisch nichts zugelassen. Da war, glaube ich, ein, zwei ganz ordentliche Aktionen. Nach vorne, aber dann auch nicht so viel. Dann ging wir halt 2-0 in Führung. Willems Schuss war schon ein satter Schuss, klar. Kam aber, glaube ich, hat, glaube ich, den zweiten Ball bekommen, dann direkt abgezogen, irgendwie so. Der Torhüter kam leider nicht ran. War auch, wenn ich mich nicht komplett jetzt irre, ein bisschen zu weit rechts. Wegen den Situationen davor. Ja, und danach kam Frankfurt so langsam immer mehr. Ich bin die letzten paar Minuten total defensiv gegangen. Habe Sagadou eingewechselt und Reus ging raus. Ja, aber ansonsten bin ich super zufrieden. Kann nicht meckern. Mit Luka Jovic, haben wir ihn nicht gekauft? Okay. Warum hat Frankfurt Luka Jovic nicht geholt? Die haben dann doch eine Kaufoption und ich denke, so schlecht wird er doch nicht gewesen sein. Komisch. Naja, gut. Heute geht es aber auf jeden Fall darum, noch 12 Tage frei. Schon wieder so lange? Okay. Ist aber keine Länderspielpause, ne? Oder zwar doch? Nee. Gut, dann will ich auf jeden Fall ein Spiel machen mitten in der Woche. Um jetzt einigen Spielern ein bisschen Spielpraxis zu geben. Hallo, darf ich nicht? Nur hier? Okay. Dann halt auswärts gegen einen sehr kleinen Verein. Den ersten Salzburger SK. Wird sich doch bestimmt freuen. Wird vielleicht nicht so viel Spielpraxis geben, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und ich habe halt unter anderem vergessen, Pulisic auf die Bank zu tun. Ich wollte ihn eigentlich einwechseln, eventuell für Havertz zur Pause, der dann auch zum Glück 3 Minuten nach der Halbzeit direkt eine Vorlage gegeben hat gegen Fifita ab. Ein schöner Ball. Aber ich glaube, ich hätte nichts ausgewechselt. Ich glaube nicht. Delaney bleibt bei Borussia Dortmund. Er ist nicht mehr unzufrieden. Unfassbar. Delaney ist nicht mehr unzufrieden. Also da freue ich mich auch nur 1 bis 3 Tage gut. Da freue ich mich gerade fast mehr als über den Auswärtssieg. Das geht? Er ist immer noch unzufrieden. Verlor Vertrauen. Boah, zu viele Versprechen wurden nicht eingehalten. Wirklich? Ach komm, wenn ich einen neuen Vertrag anbiete, will er bestimmt trotzdem bleiben, oder? Nein. Okay, dann ist er vielleicht nicht mehr so unzufrieden. Kann man es eventuell das so verstehen vom Spieler. Ja, dann ist er halt unzufrieden, meine Güte. Wir werden Thomas Delaney auch ersetzen können. Bleibt er vielleicht noch in der Saison? Mal gucken. Ich kann jetzt noch schwer die Transfers planen, weil ich weiß nicht, ob ich überhaupt international spiele in der Europa League oder in der Champions League. Da sind schon einige Millionen mehr oder weniger, die man da so hat, ne? Jakob Friedeck kommt ja. Genau, da war irgendein Stürmer, ne? Ja, genau. Ein Sturmtalent. Wenn sie es wieder kriegen werden. Mit 16 Jahren. Wenn natürlich erstmal in der Jugend spielen. Ganz klar. Du entwickelst es immer noch weiter sehr schön. Hit kommt jetzt für Donnarumma. Akanji erstmal raus. Man muss ja nicht übertreiben direkt. Delaney für Witzel. Gomez für Weigel. Unser guter Paco für Jaden. Ab für ihn hier. Pichu darf auch natürlich mal wieder spielen. Nenni Hakimi.
Beechjack ist nicht Hakimi. Das habe ich schon mal gelernt. Question für Kai. Und unser Manuel Ferrer darf ja auch mal ein bisschen spielen, ne? Warum auch nicht? So, ich denke mal, wir haben jetzt gut rotiert. Ja. 5-0. Zweimal Wolf, Gomez, Puljic und Reus. Ein Verletzter? Nun der Prello. Also eigentlich kein Verletzter. Ich weiß aber nicht, wie das geregelt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Testspiel macht gegen einen stärkeren Gegner, auf einem höheren Niveau, ob der Spieler dann mehr... Ach, 4 bis 7 Tage. Meine Güte, hört auf, euch das ganze Zeit zu verletzen, dann doch so kurz. Ist immer so, nein, scheiße, und dann... Ah, gut. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ist das so geregelt, dass wenn man ein Testspiel macht gegen stärkeren Gegner, dass man dann mehr Spielpraxis kriegt als gegen schwachen? Wenn ihr das wisst, schreibt das gerne in die Kommentare, also... Ich kann es jetzt schlecht testen, weil ich mitten in der Saison bin, da kann ich nicht so 3-4 Testspiele machen, gucken, aha, da kriegt man so viel Prozent, da kriegt man so viel Prozent. Also wenn das jemand von euch weiß, gerne wirklich reinschreiben, würde mir sehr helfen. Warum sollte Isaac nicht nominiert werden? Der spielt doch und entwickelt sich prächtigst. Delaney, Piszczek erkannt, ja, immerhin schon ein bisschen verbessert, der Manuel. Piszczek spielt ja ohnehin nicht mehr so wirklich und Delaney ist unzufrieden, die ganze Zeit über. Vielleicht ist ja am Wochenende Pokal. Und weil ich ja draußen bin, leider. Haben schon ein paar Tage frei. Keine Ahnung. Irgendeinen Grund wird es ja haben. Wobei, ich muss ja, glaube ich, nicht. Das ist ja ein Videospiel, deswegen. Kann ja mal passieren. Auch ein Spiel, was es nahe der Perfektion ist, wie ich finde. Hat auch seine kleinen Fehler oder was auch immer. Er hat noch nie bereut, einen Fotomanager geholt zu haben. Und die Spielzeit, oder die Spielstunde, die ich da schon rein investiert habe. Da hat sich das Ausgeben von kostbarem Geld mehr als gelohnt. Oder habt ihr schon mal jemand gesagt, ach nee. War nicht so gut, diese Version. Natürlich gab es mal bessere, schlechtere Versionen, aber an sich war das immer so eine Basis von der Qualität. Grundlegend immer sehr gut. Champions League Rückspieler. Ich glaube Halbfinale, oder? Ne, Viertelfinale. Paris und Napoli sind weiter. Napoli gewinnt 13-0 in Madrid. Nicht schlecht. So, ein Tag noch. Das Warten ist ein Ende. Ich will nicht mehr warten. Ich will die 3 Punkte holen. Stuttgart gegen Augsburg starten den Spieltag. Für uns, glaube ich, ist keine große Bedeutung. Ne? VfB 16. Augsburg 11. Verein mit der besten Trainingswoche, Glückwunsch. Kann man ruhig mal loben.
Dann Isaac und Paco. Unser Spanier will sich wohl anbieten. Und danach haben wir wohl ein Spiel am Sonntag. Da kann die Konkurrenz wieder komplett nachziehen. Also wieder gegen Frankfurt. Wieder ein Auswärtsspiel. Hallo, was lädt das denn so lange? La, 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 la. Hier bitte einmal Fahrstuhlmusik vorstellen. Yeah, unsere U19 gewinnt wieder die erste Liga West. Glückwunsch, beziehungsweise Glühstrumpf. Wagt Pakja, großen Abstand, Torschützenkönig, ein guter Stürmer. Marc Adermann mit der besten Note. Hui, der ist ja erst 15 Jahre alt. Ja, den scout ich mal sehr gerne. So, Heimspiel gegen Hertha BSC. Donnarumma wieder rein. Guerreiro nach links. Kanji Fit. Zagalu. Witzel. Weigel. Jaden. Marco. Kai. Wobei Kürschen jetzt auf jeden Fall auf die Bank kommt für tut mir leid, aber es glaubt wie Paco. Hat gut trainiert, aber weiß nicht, ich habe gerade nicht so viel Vertrauen in Paco. Viel Herz gut gemacht, hat ein Tor geschossen. Nein, Peace-Check erstmal nicht spielen. Nein, nein. Aschraf. Für Lukas. So, wir sind topfit. Alle haben viel Spielpraxis, außer ab nur 89. Es ist angerichtet. Für den hoffentlich nächsten Sieg, den wir auf jeden Fall auch brauchen. Leicht und locker, auf jeden Fall. Leicht und locker wird es, glaube ich, nicht in dieser aktuellen Saison. Hätte ich vielleicht in der letzten Saison schreiben können, sagen können. Wird leicht und locker hier, locker flockig, ne? Durch die Hose atmen. Nee, nee, nee. Oh, wie ich gerade sehe, Schalke ist kurz vor der Meisterschaft. Fehlt nicht mehr viel. Reus verletzt. Ei! Havertz kommt dafür hinein. Komm, bitte nichts Langwieriges. Ja, also, jetzt brauchst du es auf jeden Fall. Bitte, ja? Oh, wenn Bayern nicht gewinnt oder nur wenn Bayern verliert, dann ist Schalke schon Meister 4 Spieltage vor Schluss. Ich glaube, diese Saison werden sich die Schalke-Fans wirklich an die Tür nageln, ne? Man selber wird Meister. Boah, dann Roma. Ja, gut. Und wir haben ein paar Probleme. Sind wir auch vorhanden? Vielleicht ja jetzt. Guerreiro mit einer Flanke. Havertz. Weigel. Wieder Guerreiro. War da gerade schon eine gute Flanke. Sancho! Ah, ein bisschen mehr Power hinterm Ball. Jaden. Jadon. Einfach so schön reinhauen hier. Das Ding. Das Leder. Gut gemacht von Weigel. Wird das noch eine nächste Aktion? Scheint so. Pulisic. Schickt ab. Der kann das. Fiete ab. Ha, schade. Ja, hallo. Ein bisschen mehr will ich schon sehen. Mehr fordern hier. Also. Ne?
33% Ballbesitz zu Hause? Ist sehr interessant. Ich bin mal ein bisschen vertikaler. Palco Dardai. Pereiro, guter Schuss. Und Donnarumma hält ihn einfach mal. Oh Gott. Kein Problem für mich, denkt er sich. Drei gelbe Karten. Das stellt man sich schon ein bisschen anders vor. Also, ganz anders. Ich bin unzufrieden. Isaac für Fiete. So. Witzel. Bisschen weiter nach vorne. Vielleicht wird es ja auch schon ein Tor nach 3 Minuten für unseren neu eingewechselten Stürmer. Selke mit super viel Platz. Boah. Krass. Ich sag 13 Ball. Wenn das jetzt ein Tor wird, ne? Ist ja krass. Krass gut. Hannover führt in Leipzig. Das ist wirklich die Saison von Rasenballsport, ne? Guerreiro. Diallo! Nein! Nein! Oh! Schade. Werdet mal kreativer, jetzt mal im Ernst. Kommt schon, Leute. Schon die 58. Minute. Sancho. Ist mir zu wenig irgendwie. Viel Platz für Selke. Oh, danke, Gigi. Nach vorne. Raumleiter? Gab es diese Position davor auch? Kommt mir so vor, als ich die gerade zum ersten Mal. Hä? Havert super auf Isaac mit der Hacke. Oh, was für ein geniales Zuspiel von Kai. Isaac, nein. Auch dieser Penz, ne? Wer ist das überhaupt? Meine Güte, zwei Riesenchancen, vor allem die gerade, die zweite. Mehr fordern. Knapp 20 Minuten noch. Konter Berlin. Ich würde zwar gerne offensiver spielen, aber es geht ja auch für uns ja noch um die Europa League. Auch. Vor allem diesen einen Platz vor uns, da dürfen wir nicht einfach so 3 Punkte herschenken. Durch zu offensives Spiel. Oh, Weigel, nein! Nein, bitte nicht! Bitte kein Elfmeter für Berlin, bitte! Das wird ein Elfer sein. Elfmeter. Macht er den rein? War es das mit der Champions League?
Donnarumma. Geiler Kerl. Ich liebe dich. I love you. Oh, mein Gott. Das Schlimme ist, ein Sieg wäre unverdient. Totale Enttäuschung, die aktuelle Leistung, wie ich finde. Ein bisschen mehr Risiko kann man ja gehen. Die sind alle ruhig in der Abwehr, das ist nicht gut. Boah, wie schlecht wir da hinten stehen. Das war's für heute. Ja. Das war's auch mit der Champions League. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen, wenigstens die Europa League zu erreichen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.